Was geht, meine lieben Freunde des Reiter? Herzlich willkommen zu der allerersten Folge von Need for Speed Payback. Wir sind unterwegs mit dem guten alten Xbox One Controller. Ich hatte mir einen gekauft, der hat leider mit dem Spiel nicht zusammen assoziieren wollen. Hat leider nicht geklappt, deswegen musste ich mir den Xbox One Controller bestellen. Ich muss sagen, ich bin nicht unbedingt ein Fan von Xbox, aber ich lasse mich gerne überraschen. Vielleicht bin ich am Ende dieses Spiels oder am Ende dieser Runde Fan von Xbox und dann bin ich so begeistert davon, dass ich nur noch auf Xbox aufnehme. Naja, wie auch immer. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind unterwegs in einem neuen Spiel, Need for Speed Payback, wie ich schon gerade angekündigt habe. Diesmal geht es richtig rund. Akzeptiere. Ich muss dazu sagen, Rennspiele habe ich schon seit meiner Kindheit schon gemacht. Ich glaube, Rennspiele sind so ziemlich die einzige Genre, wo ich die ganze Zeit wirklich durchgängig gespielt habe. Ich habe noch First-Person-Shooter gehabt, aber Rennspiele habe ich andauernd gespielt. NFSU 2 hatte ich. Dann hatte ich irgendwie noch NFSU Porsche Edition oder irgendwie sowas hatte ich. Ich hatte so viele. Oh mein Gott, gut. Ich glaube, wir machen einfach Mittel, oder? Mittel ist immer gut. Speedcross. In Fortune Valley wird eine neue Rennserie ausgetragen und Mac hat den Titel ins Visier genommen. Speedcross ist ein enorm anspruchsvoller, punktebasierter Spielmodus, der Action Racing mit Offroad verbindet. Gut, nice. Weiter. Multiplayer Drift. Bist du von deinen Driftkünsten überzeugt? Nimm es in den neuen Drift Run Events in den Speedlits mit dem Besten der Welt auf. Okay, Driften ist jetzt nicht unbedingt meine Stärke, aber wir sehen mal. Stillgelegte Autos. Überall in Fortune Valley tauchen neue Autos auf. Die Gerüchte zufolge nur darauf warten, dass sich jemand unter den Nagel reißt. Okay. Finde eines dieser Autos, entkomme den Cops und sichere dir so einen brandneuen Wagen. Ich glaube, das ist jetzt auch eine neue Möglichkeit, dass man sich alte, ich sag mal, Schrottkarren holen kann und die dann so richtig gut auftunen kann und die dann später dann zu richtig einzelnen Schmuckstücken verwandeln kann. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll von dem Spiel, aber der Trailer hat schon richtig viel versprochen und es geht direkt in die Action. Ich hab schon gewonnen. Ihr wisst es bloß noch nicht. Tyler Morgan. Geiler Beat und geile Musik. Okay, fahren wir. Okay, RT beschleunigen. Oh mein Gott. Wow. Okay. Sehr lange nicht mehr gespielt gehabt, deswegen ist die Steuerung schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig für mich, aber ich denke, das sollten wir schon hinkriegen. Ich glaube, das sollten wir schon hinkriegen. Dann leg ich mal einen Zahn zu. Wow! Tyler, man! Und dachte ich mir schon. Er fährt eiskalt durch das Gelände und diese Sprünge, oh mein Gott! Wer ist das? Mac. Sean McAllister. Mac, dann drück mal aufs Gas! Was für ein krasser Sprung! Du hast auch Nitro, gut zu wissen. Bel Air, Schätzchen, jetzt lernst du fliegen! Yeah. Oh, wow, 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 wow! Dreht er sich um? Das hat keiner gesehen. Okay. Freunde, verzeiht mir, aber die Steuerung ist noch ein bisschen neu für mich. Ich werde mich aber auf jeden Fall einspielen, kein Problem. Wer ist das? Huch, habe ich einen Screenshot gemacht? Nee, doch nicht. Jessica Miller! Woo! Mit ihrem BMW unterwegs. Das ist ein M5, ich weiß es nicht. Was steht dahinter? Sehe ich nicht. Egal, nicht schlimm. Das werden wir noch viel besser hinkriegen. Überhaupt kein Problem. Ich gewinne. Lustig. Muss man dafür nicht führen? Doch, aber erst im Ziel. Okay. War leider nichts. Vielleicht war das auch geplant, dass wir verlieren, aber egal. Schicke Karren. Sehr schicke Karren. Nicht schlecht, Mann. Glaubt nicht, dass das nochmal so läuft. Ich bin euch immer einen Schritt voraus.
Und wer ist das? Das gefällt mir gar nicht. Eine Lady. Oh! Lina Navarro! Okay, Morgan. Du fährst die Beute. Und sieh zu, dass du es nicht versaust. Hab ich nicht gesagt? Lina Navarro ist der beste Fixer in Silver Rock. Oh, yeah. Shit! Der Klang gefällt mir, Rav. Rav. Rav Shadchui. Das war es bestimmt nicht so, aber egal. Ist das alles dein Werk? Mit genügend Zeit und Hingabe verwandelt ein Künstler jede Schrottkarre in ein Supercar. Mhm, sehe ich genauso. Okay, Leute, ihr wisst, was jetzt kommt. Party? Trainieren, Mann. Los geht's. Party, nein, trainieren. Super, finde ich auf jeden Fall allererste Sahne. Fahr in die Stadt. Warum sind die alle so schnell und nicht so langsam? Ich frage mich, wie ich eigentlich hier die Handbremse benutzen kann. Wie geht hier die Handbremse? Ist bestimmt mit B, oder? Ich versuch's mal gleich aus. Das ist doch meine Antwort. Ja, versuch's mal aus. In der nächsten Kurve. Nee, ist mit X. X mit X. Ist mit X, gut zu wissen. Ich krieg schon Augenkrebs, wenn ich mir das ansehe. Aber ich habe schon sehr lange nicht mehr gespielt. Nimmt mir das also auf jeden Fall nicht übel, Freunde. Ich verschwinde aus diesem Drecksloch. Aber alles wird gut. Schau, wo Kuffer raus, Handbremse. Warum könnt ihr mir das nicht einfach nicht vorher zeigen? Lina, entspann dich! Wäsch mit dir! Wäsch mit dir! Oh, oh, tatsächlich. Also mit rechtem Stick rein zu drücken, macht man Screenshots. Das wusste ich gar nicht. Das wusste ich nicht. Aber gut, wir haben was dazugelernt. Augenkrebs. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wir kriegen das hin. Das ist auf jeden Fall kein Problem. Jede Gang in der Stadt ist schön gerade fahren. Ja, zack. Auf jeden Fall auch ein schickes Kennzeichen, muss ich sagen. Rev 008. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass das eine Spielung auf James Bond 007 ist. Wir sind die beste Crew, die diese Stadt je gesehen hat. Dina? Dann lass uns mal Geld verdienen. Wir schaffen das, Leute. Alles gut. Alles gut. Oh, diese Musik, die ist echt nice. Need for Speed, Baby. Wir sind wieder zurück. Hier kann man alles kaufen. Sogar Glück. Die Karten und Würfel überlassen wir den Reichen. Wir, die wir im Schatten der Casinos leben, finden unser Glück bei 100 Meilen pro Stunde. Wow, was für eine Ansage. Was für eine Ansage. Billionaires Row, Silver Rock, 19 Uhr. Ich warte außerhalb der Strecke.
Mac? Der Mac Attack ist einsatzbereit. Du nennst deinen Truck Mac Attack? Er nennt sich selbst so. Rev? Bring mir einfach den Wagen, dann erledige ich den Rest. Zeit, uns reich zu machen, Tyler. Ich hab das Ziel im Blick. Der Gambler ist hier. Ja, yeah, sexy. Ein perfekter Tag, um Rennen zu fahren. Marcus Ware, Gambler. Die Quote für deinen Sieg ist 4-1, mein Junge, aber ich weiß, dieser Prototyp kriegt das hin, vorausgesetzt. Du kommst mit ihm klar. Seine Elektromotoren und der Twin Turbo V8 liefern dir insgesamt 1500 PS. Ja, ich weiß. 1500! Du hast dich informiert. Alter! Ein zweiter Platz bringt mir kein Geld. Klar. Ich hab ein gutes Gefühl. Vermasel es nicht, Hotshot. Hat er Verdacht geschöpft? Nein, hat er nicht. Was haben die vor? Regera. Königsegg. 3, 2. Wow, was für eine Leistung dieses Ding entwickelt. Revs getunter Mustang ist nichts dagegen. Tyler, du bist für mich wie ein Bruder. Aber jetzt gerade hasse ich dich. Es heißt, du wärst der beste Racer der Stadt, Morgan. Beweis es. Gut. Wir sind auf dem vierten Platz. Es kommt eine leichte Linkskurve, aber nicht so eine große. Jetzt kommt eine leicht scharfe Kurve, die habe ich zu krass. Direkt mit Nitro aufholen. Wir sind immer noch vierter Platz. Ich hoffe, du bist in Position. Ja, so gut wie. Ah, ja. Vertrau mir. Wir kriegen das hin. Vierter Platz wieder. Was haben die vor? Ich verstehe es immer noch nicht. Zeit zu springen? Wo muss ich springen? Abschussrampe voraus. What? Sprung mit einem 2 Millionen Dollar Hypercar. Abgehakt. Darf ich nochmal erwähnen, wie sehr ich dich hasse? Was du da fährst, ist bares Geld, Morgan. Bring den Wagen zu Rap. Okay. Zentrale, verfolgen den gestohlenen Regierer, Code 3. An alle Verfolgungseinheiten auf Vorderseite des Regierer muss die Festnahme ohne größere Schäden. Jess, ich hab Cops am Hals. Fahr weiter, ich bin gleich da. See you guys. Lass es sein. Du bringst den Wagen sofort zurück. Bist du sauer? Oh, stinksauer. Wir haben's. Was denn? Achso, ich mach nichts mehr, okay. Halt durch! Ich bin hier, Bruder. Einer ist raus. Bleib noch ein halbes Revier. Bist du besorgt? Mit dir? Niemals. Ein dunkler BMW M5 rammt unsere Einheiten. Wir brauchen Verstärkung für den Regera. Okay, Adam 13, bleiben Sie am M5 dran. See you on the other side, guys! Boom, boom! Ich hab sie am Haken und lock sie jetzt von dir weg. Sie werden den ganzen Sektor abriegeln. Werden Sie schnell los. Der M5 hält uns aggressiv vom Regera fern. Er wurde offenbar speziell dafür modifiziert. Verstanden, Adam 13. Sie haben grünes Licht für jegliche Verfolgung. Morgan, wieso ist der Wagen noch nicht bei Red? An mir kleben noch ein paar Kopf. Ich muss so schnell wie es geht verschwinden. Ich hab ne Idee. Tyler, Jess, komm zu mir. Ich bin unterwegs. Wir sehen uns da. Okay. Immerhin fahre ich gerade. Unflüssig, das gefällt mir. Hast du das im Griff? Ja, bringt euch beide hier raus. Wir haben 1,35. Ja, geschafft! Ja, aber du! Dann bringen wir die Schönheit mal zu Rev. Bring's zu Ende, Kumpel! Fahr schon, Tyler, ich kümmere mich um die Kopf. Gut gefahren, Morgan. Deine Crew war die richtige Wahl. Toll,
Tyler Morgan, 23 Jahre alt. Mutter Sylvia Morgan, Vater Tina und unbekannt. Keine Geschwister, 6 Monate Jugendhaft wegen Verkehrsdelikten. Ich bin der beste Racer der Stadt. Oh. Einer der schnellsten Autos der Welt. Du kriegst mich nicht. Da wäre ich mir nicht so sicher, Kleiner. Sind wir jetzt bei Rev? Okay. Was zur Hölle? Was ist los? Bin fast da. Rev? Rev. Hä? Ich hab alles gesehen. Danke, Officer. Was hast du getan? Hat Rev nicht erzählt, was der Wagen kann? Meine Käufer zahlen ein Vermögen dafür. Damit kommst du niemals durch, Navarro. Die Cops sind unterwegs. Diese Snitch! Diese Snitch! Navarro. Mac, kümmere dich um ihn. Ich lock die Cops weg. Aber los! Oh, diese Snitch! Ich bin... Oh. Alter, ich bin sauer auf sie. Hi, was machst du da? Ich locke die Cops weg. Bitte, das ist mein Job. Ich habe Navarro an Bord geholt. Das ist meine Schuld. Bring Mac und Raph in Sicherheit. Ich höre den Polizeifunk ab und habe Raph GPS-Tracker. Lass mich dir wenigstens... MPC! Was haben wir denn da Schickes? Okay, let go! Ich bin noch blind wie ein Haifisch, Alter. Reed, wie fährst du? Du bist bald da, Kai. Nicht auf. Niemals. Wo sind Sie gerade? Weitere Straßensperren. Fahr scharf rechts und an der nächsten Ecke links. Alles klar, verstanden. In westliche Richtung auf den E34 Ender Valley Parkway. Fahr immer weiter Richtung Kanal. Wo bist du, Mann? Ist doch egal. Geht's Rev gut? Ich weiß nicht genau, Kai. Er schafft das. Klar, keine Frage. Er muss es schaffen. Was willst du von mir? Oh mein Gott, Reed, wie fährst du? Das ist so schwul, wie ich fahre. Ich krieg Augenkrebs. Oh mein Gott. Zentrale, der rote GTR ist in den Kanal gesprungen, haben ihn verloren. Verstanden, ich bin die Cops los. Dein Plan hat funktioniert, Jess. Schließt nicht gut, Tyler. Aber noch sind sie nicht in Sicherheit. Die Cops kriegen jede Menge Verstärkung. Die regeln die gesamte Stadt ab. Jet, was soll das denn? Fahrzeuge im Nacken. Was? Wo kommen die denn her? Wie kann ich hier nach hinten sehen? Sie kesseln mich ein. Du musst da weg, Kai. Kai? Tyler! Der Gambler. Was zur Hölle? Wo ist das Auto? Lina Navarro. Sie hat uns verarscht und bringt es dem Haus. Ach so. Du bist nutzlos. Viel Spaß im Knast. Obwohl, willst du Rache? Ich auch. Ja, das wird was. Du bist das Ass, aber ich spiele die Karten aus. Was meinst du damit? Hörst du, die Cops kommen. Du gehst in den Knast, oder? Arbeitest für mich und wenn es dann soweit ist, kriegst du, was du willst. Ist doch fair. Hab ich eine Wahl? Man hat immer eine Wahl. Oh. Steig ein. Oh, ein schöner Wagen. 6 Monate später. Gefällt ein echter Traumwagen. Was denkst du dann? Wie viel er kostet? Wie schnell er beschleunigt? Ist das nicht dasselbe? Ich sag dir, was ich denke. Ich sehe Potenzial.
die Grenzen des Machbaren, den kurzen Moment, in dem alles auf dem Spiel steht. Ich sehe mich, wie ich gewinne. Morgan, der Boss hätte jetzt gern sein Auto. Ja. Oh. Ja, ich bin gleich da. Ty, was machst du denn bitte schon? Zeit für etwas Spaß. Okay. Der Boss trifft sich heute mit irgendeinem kurz nochmal irgendwie mit. Das übernimmt die Stadt Block. Ah, okay. So schauen wir nach hinten. Machst du Witze? Ich habe vor, ein paar Speedtrap-Zeiten zu posten. Wie oft kriege ich schon die Chance, mit WSDB 11 eine Runde zu drehen? Ach so, kann man noch Fotos machen? Gut, das wusste ich nicht. Fotomodus verlassen, ja, das ist nichts. Fotomodus ist linker Stick rein, linke Pfeiltaste. So, okay, gut. Gut, jetzt wissen wir auch, wenn man nach hinten schaut. Kisha, liefere das Auto ab. Muss ich schnell sein? Ja. Vor 4 Minuten. So sollte ich den Wagen eigentlich nicht abliefern, aber okay. Einstellt. Das ist Vergangenheit. Der Deal lautet, keine Rennen mehr oder mein Arsch landet im Knast. Ah, echt schade. Das Haus zahlt heutzutage gutes Geld, um Rennen zu kaufen. Man muss sich nicht mal mehr reinhängen. Und wo liegt der Sinn, wenn der Sieger schon vorher feststeht? Im Geld, Bro. Die zahlen wirklich gut. Die zahlen gut. Aber brauchen wir nicht. Okay. Ich versuche diese Übung ein bisschen als Speedrun Activity. Fahr durch die Checkpoint und zieh dabei die höchste Geschwindigkeit. Ah, dann machen wir mal. Mal sehen, wie schnell dieses Baby ist. Mann, was für ein Gefühl. 223? Na! Okay. Ist wie gesagt eine Übung. Ich trainiere gerade und versuche mit der Steuerung klar zu kommen. Okay, gut. Nur langsam habe ich ein gutes Gefühl dabei. Okay. Langsam kommen wir rein. Okay. Ich mal ein bisschen Gas. Okay. Speedtrap-Aktivität. Fahre mit Höchstgeschwindigkeit durch ein Speedtrap, um deinen Rekord aufzustellen und Sterne zu erhalten. Tyler, wo ist mein Pass? Keine Sorge, Weird. Den hier stehle ich nicht. Hattest du so deine Freunde, Tyler? Tja, kein Wunder, dass deine Crew weg ist. Du verdrehst das, Alex. Ich wette, sie können es kaum erwarten, von dir zu hören. Dein perfekter Coup ist schiefgelaufen und deine Crew wurde zur meistgesuchten kleinen Gang in Fortune Valley. Miller musste Kleinkriminelle rumkutschieren, um durchzukommen und es heißt, McAllister würde sogar für das Haus fahren. Und oh! Armer alter Rat. Natürlich werden sie mit mir reden. Klar, wenn sie mit mir reden, das sind meine Crew. Ich bin im Moment dein einziger Freund. Nein. Du wirst deine Rache an den Barrow kriegen und ich werde mein Auto zurückbekommen. Aber du musst Geduld haben, bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Ah. Ich betrachte das als ja. Und jetzt komm her, bevor ich dich feuere. I'm on my way, Boss. Oder wir nehmen es uns. Ach, wie nett. Was geht dir vor, Mann? Warum ist das so eine geile Story? Hat die Fahrt Spaß gemacht? Hör zu, die Zeit ist noch nicht reif. Ich sage, wann das Spiel beginnt. 6 Monate. Steig aus. Wenn ich auch nur einen Kratzer finde, dann fährst du nur noch den Müllwagen. Gut,
dass man die Kratzer in echt nicht sieht. So. Wir sehen uns morgen, Hardshot. Gucken wir uns noch das mal schnell an. Sehr schöne Wagen. Ist das mein Wagen? Echt? Ist das mein Wagen? Bestimmt, oder? Aber sicher doch. Klingt doch auf jeden Fall schon mal nice. Man kann sich nicht beschweren. Dann komme ich aus diesen albernen Klamotten raus. So. Liebe Freunde, ich würde sagen, das war's von der allerersten Folge von Need for Speed Payback. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat und wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst doch gerne mal eine Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich küsse eure Augen. Macht's gut. Ciao.